Hallo, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du ganz einfach einen leckeren Bananenshake selber machst. Dazu brauchst du nur 350 Gramm Erdbeeren. Ich habe mich jetzt für die gefrorene Variante entschieden. Und dann würde ich dir empfehlen, dass du die vorher schnell in der Mikrowelle ein bisschen aufwärmst, dass sie dann nicht zu hart und zu kalt sind, wenn du sie in den Mixer dann tust. Dann brauchst du auch noch eine Banane, 250 Gramm Naturjoghurt und 2 Esslöffel Honig. Dann tust du alle Zutaten in einen Mixer und lässt das Ganze mixen. So sieht das Ganze dann fertig aus.